Herzlich willkommen in Melbourne, der Stadt, die 4 Jahreszeiten an einem Tag zu bieten hat. Dann wollen wir mal sehen, wer sich in Down Under an die Spitze der Bestenliste setzen wird. So, wieder Rennstrategie, Qualifying, ERS Management. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Okay, machen wir das ERS Management aus. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Sieht sehr diesig aus, ne? Draußen? Könnte es niemand mit anfangen zu rechnen, ist leider nicht auf Wetter gekommen. War halt dumm. Muss erstmal eine reinfügige Strecke, die bin ich auch lange nicht mehr gefahren. Wo ich halt eigentlich die meiste Strecke lange nicht mehr gefahren bin. Eine Probe, die ich hasse, und das ist die. Es gab bisher so kein Formel 1 Spiel, wo ich die echt gut konnte. Hier ging das einigermaßen. Ich bin ein Fuchs, ich stehe einfach auf keinen Einsatz. Ich hoffe, da reicht die Zeit trotzdem. RS habe ich im Rennen sowieso auf automatisch, also brauche ich ihn gar nicht. Das ist einfach gewonnen. Warum ich nach hinten geguckt habe? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt kein Fan von diesen ganzen RS-Management und sowas. Da einfach nur hinfahren. Deswegen bleibe ich da natürlich ganz klar auch wieder. Weil ich nicht mal das RS einsetze. Das ist eine 1,26 fahren, heißt das? Abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeig dir die Zahlen. Das hat funktioniert. Ist der erst wieder am Auto? Ja, wie gesagt, nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke.
viele Bereiche, die ich nicht so gut konnte in der Vergangenheit. Und dann weiß ich das gerade nicht. Aber diese Probleme, ich habe die früher gehasst. Das ist ein bisschen easier jetzt. Okay. Da muss ich aufpassen mit Boxen einfach, die kann mir, glaube ich, das Genick brechen. Ich hätte nie eine Zeit gehabt. Aber ist egal. Im Training sind die Zeiten egal, vor allem im ersten freien Training. Oh, ich nicht. Die roten Bereiche sind die, wo ich nicht gut war. Das sind sehr viele rote Bereiche. Ist das aber das Tempo, was nicht so gut war da? In der RS-Bereich war nicht so gut, ne? Okay, ich glaube, ich weiß, warum sie so rot sind. Und weil ich da schon auf 100% war. Ich habe da keine RS-Zurückgewinnung gehabt, weil ich da schon auf 100% war. Ja, alles geschafft. Zwei Platz, das wird wahrscheinlich bleiben. Bertie Bottas wollte eigentlich gerade aus. Oh, Fahrzeug ist fed up, genau. Gehe ich darauf. Muss ich ein Qualifying aber vorher noch mal gucken, bevor ich rausgehe. Hier ist Wetter. Soll komplett sonnig bleiben. Alles klar. Wir springen weiter zum zweiten Training. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wie gesagt, das ist schlimm. Ich bin nur eine wirklich schnelle Runde gefahren. 1,258, was ist der Top-Typ? Piastri? 1,1. Ja, das ist gut. In Richtung, gab's da irgendwas? Ereignisse? Gar nichts. Kopf ist der Pistole wichtig. Ja. Alter. Jetzt kommt das Qualifying-Training quasi. Wo wir halt die F und E's wie das Qualifying jetzt machen. Wie ist mein Auto eingestellt? Da noch. Ah, ich bin gespannt. Erdungsboni. Ich krieg elektrische Systeme, Gewichtsreduktion. Gewichtsreduktion. Bleibt eine Runde lang maximal 2 Meter von der Ideallinie entfernt. Fahre schnell durch Kurven und erreiche wettbewerbsfähige Kurven. Das habe ich geschafft. Fahre eine Runde, ohne von der Strecke abzukommen. Ungewollt fahre ich hier echt saubere Runden, habe ich das Gefühl. Okay, hier, Start, Ausfahrt. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch, also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Jetzt ist schön sonnig. Weil ich fein Tempo starte zu bringen, dann ist das Ende. Weil ich fein. So Training. Ach so, das war für ein Training. Die F und E, wie ich gerade ausgewählt habe, die. Ich war völlig verwirrt.
das wäre das Problem geworden. Boah. Gut, dass es hier nur quasi Einführungsminister wird. Jetzt zählt es aber. Ersten Fehler. Was wird das für Zeit? Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Ziel 19. erreicht. Aber das ist so eine Weile vorbei. Kann das hier noch verfehlen? Ganz komisch. Okidoki. Das ist weniger gut. Oh, Moment mal. Egal. So. Hallo Sunset. Ah, komm, wir gehen ins dritte Training. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Oh. Einleitung, gab es irgendwas Spannendes? Dann nehmen wir mal weiter. Drittes Training. Bam.
Ich komme mit der Strecke relativ gut klar. Ich habe bis jetzt alles beim ersten Mal geschafft. Außer das eine. Ich weiß nicht, warum das jetzt. Ja. Aber nicht so schlimm. Das ist wichtig. Also hier die Ressourcen und Belohnungen sind halt wichtig. Ja, machen wir direkt Rennstrategie. Ich habe wahrscheinlich nur. Ja, okay, dann Rennstrategie. Start. So. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Ruhig ausgehen. Ding ist halt ein bisschen in Masse mehr und ist die Strecke tatsächlich mehr drin. Also es ist nicht so, dass ich die komplett nicht mehr drauf habe. Schon hätte ich gesagt. Nicht top gewesen gerade. Ich hab richtig Pace drin. Fällt wahrscheinlich wieder 50 oder 70. Schlechter. Da
Erfahrungspunkte, aber ich muss 50 machen. Ah, ich will das Video nicht auch noch abschließen. Ne? Jetzt wird er sehr komplett abgeschlossen, falsch machen. Immer noch auf grün bin, ey. Ich bin schon relativ gute Zeit noch gefahren. Bin ja auch noch auf 1. Hier verliere ich echt viel Zeit. Immer noch 4,4 Sekunden besser als vorher. Er sagt mir, ich soll noch fahren, also fahre ich noch. Also ich sehe da unten noch die oben auf die Rückenzahlen. Das ist das Delta zu Dingens, zu der Zeit, die ich fahren soll, nicht um meine vorige Bestzeit. Ich dachte schon, Alter. Deswegen geht das auch mal weiter hoch. Weil der geht ja auch ein bisschen davon aus, dass man Reifenverschleiß hat. Hoch geht man schon mal hoch. Deswegen sagt er, die Runde muss jetzt eine Sekunde langsamer sein und so. Um das anzupassen. Und da hinten habe ich noch gute Ball. So einfach nur unter der 1,28 bleiben mit den verschlossenen Reifen jetzt. Aber ein bisschen merke ich auch, dass sie halt nachlassen. So, 40% ist glaube ich schon so ein bisschen weg. Aber ist nur voll nicht so gut, ne? Der rechte Reifen ist ja 20% noch mega da, ey. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also, komm zurück in die Garage und ich zeig dir die Zahlen. Bin ich auf der ersten mit 1,22, aber was tappt mich auf der ersten mit 1,22? Mit, keine Ahnung, was war das halt, sehe ich ja gleich am Ende. 1,22,7, guck mal, was das tappt hat. Erste Sektor ist aber 28,95. Aber ich fahre jetzt auch nicht mehr schnell. Das ist quasi immer eine Inlet. Spieler hier. Ja.
Joa. Das war gut. Ja, 1,226 hat er, also nicht so viel schneller. Jetzt muss ich warten. Erstmal ein Teamkollegen rein. Nice. Jetzt darf ich. Danke. Da kommen sie ganz schnell. Finde ich mir gut gemacht, dass sie erstmal wieder ankommen müssen. Boah, ich frag mich ja, wenn ich jetzt in einem anderen Land bin, ob diese Ansagen, die man im Hintergrund hört, auch die Landessprache annehmen. Weil jetzt bin ich in Australien, klar, jetzt ist das so Englische. Zu schlecht darin, jetzt da auch australisches Akzent rauszuhören. Telemetrie. Du musst ja alles so schaffen, du. Zweiter. Aber auch sehr knapp alles, ne? Ich habe den schnellsten ersten Sektor. Tatsächlich. Aber höchstwahrscheinlich nicht mit den langsamsten. Erst gerade den schnellsten zweiten und was da den schnellsten dritten Sektor. Okay. Esteban O'Connor. So, will ich noch irgendwas mal angucken, bevor ich jetzt einmal weitermache. Nope. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist noch lange nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja, das war's dann vom Training, ne?